Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Na gut, Männer, haben wir Playoffs erstmal geschafft und dann gucken wir jetzt, wie es weitergeht. Die Erleichterung war riesengroß. Klar und deutlich setzten sich die Lokhandballer gegen den HC Aschersleben durch. Die Qualifikation für die Meisterrunde ist geschafft. Das Saisonminimalziel erreicht. Also ich habe schon irgendwo gemerkt, wir müssen mit diesem Spiel einfach die Decke drauf machen und einfach Fokus ans Spiel haben. Und wir haben ganz viele junge Leute, wo der Leistung so immer hoch und runter geht. Aber die haben Jungs heute wieder gezeigt, was für ein Potenzial drin ist. Und einfach mega, mega glücklich und ganz stolz auf meine Jungs. Das Aufgebot der Eisenbahner gleicht an jedem Spieltag einer Wundertüte. Und so fehlten gegen Aschersleben erneut zahlreiche erfahrene Spieler. Doch auch beim Gegner sah es nicht anders aus. Gästetrainer Dimitri Filipov griff daher in die Taktikkiste, versuchte es mit einer offensiven Deckung. Also wie die angefangen haben, war schon ein bisschen, sage ich mal, überraschend für uns mit 4-2 Abwehr. Aber wir haben das gut kompensiert und wir haben gut darauf reagiert. Und das war natürlich, das hat man auch gesehen. In den ersten 15 Minuten haben die ein oder zwei oder drei Tore geschossen, jetzt weiß ich nicht genau. Aber das hat einen Unterschied gemacht. Die Lok schnaufte schnell davon. Bereits zur Halbzeit war das Spiel praktisch entschieden. Pirna führte mit 19-12. Es war kein wirklicher Handball-Leckerbissen. Dafür wurde das Nervenkostüm geschont. Viele Spieler durften sich in die Torschützenliste eintragen und so Selbstvertrauen tanken. Genau das macht unsere Mannschaft aus, dass wir halt so einen guten, breiten Kader haben und dementsprechend halt dann auch die Leute ersetzen können. Und wir müssen halt mit den Gegebenheiten umgehen, die da sind. Und nächste Woche kann es wieder ganz anders aussehen. Aber die Männer, die auf der Platte sind, die geben alles. Und das hat man heute gesehen und ich denke, dafür haben wir uns auch belohnt. Im zweiten Spielabschnitt wurde der Vorsprung verwaltet. Das Auf und Ab bei den Eisenbahnern ging dennoch weiter. Dominik Eckert verletzte sich am Mittelfinger. Dem Schreck in der Halle folgte die Diagnose im Krankenhaus. Der Finger ist angebrochen. Die Ärzte empfehlen 2 bis 3 Wochen Pause. Viel länger auf Handball verzichten musste Miran Valencic. Nach überstandener Kreuzbandverletzung gab er gegen Aschersleben sein Comeback, zumindest für 2 Siebenmeter. Mit 32-24 setzten sich die Eisenbahner gegen Aschersleben durch. Jetzt heißt es Wunden lecken für die Spiele gegen die Besten der Liga. Tut uns wirklich gut, dass wir erstmal Pause haben. Ja, ich hoffe, dass der Toto in 2 Wochen wieder fit sein kann. Also Möbi ist auf jeden Fall ab nächste Woche wieder dabei. Und ja, wie gesagt, Miki würde wahrscheinlich uns auch zur Verfügung stehen in der Playoff. Das ist auch heute große Verstärkung. Da hat der Miki heute auch 7 Meter geworfen. Der trainiert mit, der macht alles mit, aber wir warten immer noch ab. Wir wollen eine Nummer sicher rausgehen und dann warten wir Playoff. Am letzten Aprilwochenende startet die Meisterrunde. Dann spielen die besten 8 Mannschaften der Mitteldeutschen Oberliga nochmals gegeneinander. Lok Pirna startet voraussichtlich mit der Hypothek von 5-9 Punkten. Ziel war erstmal Playoffs zu spielen, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und alles andere wird man dann sehen. Ja gut, wir wollen natürlich so oben wie möglich spielen. Also wir wollen in den ersten 3 sein, auf jeden Fall. Das Spiel am kommenden Wochenende in Sonneberg ist praktisch bedeutungslos. Die Punkte aus dem Spiel gegen das Schlusslicht werden in der Meisterrunde nicht berücksichtigt. Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.